Liebe Schwestern, liebe Brüder, wer bittet, der empfängt, das ist eine Erfahrung, die wir alle als Menschen kennen. Jeden Tag bitten wir und jeden Tag empfangen wir. Eine kleine Handreichung, einen Dienst, manches Mal auch eine große Bitte. Das hat alles schon begonnen, bevor wir noch sprechen konnten. Denn die Bitte nach Aufmerksamkeit, nach Zuwendung, nach Nahrung und Nähe drücken kleine Kinder durchaus sehr nachhaltig aus. Auch gegenüber Gott haben wir, so vermute ich zumindest, solche Erfahrungen schon gemacht. Wir haben ihm eine Bitte vorgetragen, wir haben gebetet und sind erhört worden. Vielleicht, als wir mit Sorge vor einem schwierigen Gespräch standen, vor einer Prüfung oder vor einer Reise. Solche Erfahrungen berichtet auch die Heilige Schrift, heute in der Lesung aus dem Buch Esther. Esther lebte mit ihrem Onkel Mordekai und einer größeren Zahl von Juden in der persischen Diaspora. Wegen ihrer Schönheit wird Esther vom mächtigen König Artaxerxes zur Königin erhoben. Ein Minister des Königs bereitet hinter dessen Rücken ein mörderisches Pogrom gegen die Juden im ganzen Land vor. Esther hört davon und will den König bitten, ihr Volk vor dem Tod zu bewahren. Es ist ihr aber nach dem Protokoll am persischen Hof nicht gestattet, ungefragt und ungebeten vor den König zu treten, auch nicht als Königin. So hat sie große Sorge, was passiert, wenn sie dort unerwartet vorspricht. Vorhin haben wir in der Lesung einen Teil ihres Gebetes gehört, das Esther an Gott richtet, bevor sie den vielleicht gefährlichen Weg zum König geht und dort vorspricht. Esthers Bitte an Gott wird erhört. Der König rettet sie und ihr Volk, und dieses Ereignis eines erhörten Gebetes wird bis heute von den gläubigen Juden in einem eigenen Fest, dem Purimfest, gefeiert. Wir kennen Danktafeln an Wallfahrtsorten, etwa in Kevela, Altötting oder anderen Orten, wo Erinnerungen an erhörte Gebete dokumentiert sind. Und es ist tatsächlich gut und hilfreich, persönlich solche Erfahrungen erhörten Gebetes festzuhalten, vielleicht für sich selbst persönlich zu dokumentieren, denn in Zeiten der Bedrängnis können solche Erfahrungen Hoffnung und Trost geben. Wer bittet, der empfängt. Wir kennen aber auch die Erfahrung, dass eine Bitte nicht erhört wird. Denn nicht jedes Gebet und auch nicht jede menschliche Bitte wird ja immer erhört. Schon als Kinder haben wir wahrscheinlich auch diese Erfahrung gemacht. Eltern erfüllen nicht jede Bitte. Und wer selbst Kinder hat, der weiß, manchmal ist es gut, eine Bitte, auch wenn sie vehement vorgetragen wird, entweder nicht sofort oder vielleicht sogar gar nicht zu erfüllen, aus Liebe. Ob das die Bitte nach Süßigkeiten ist, entweder jetzt kurz vor der Mahlzeit oder generell wegen der großen Menge, oder andere Bitten und Wünsche, die vielleicht mit großem Eifer geäußert werden, von denen aber der Vater, die Mutter weiß, es tut dir nicht gut. Liebe Schwestern und Brüder, das ist eine Brücke für die Erfahrung mit Gott. Wenn er nicht sofort oder vielleicht gar nicht eine Bitte erhört, dann nicht, weil Gott uns nicht lieben würde, sondern aus Liebe, weil er weiß, das ist jetzt nicht gut oder vielleicht gar nicht gut für dich. Der französische Autor
Antoine de Saint-Exupéry hat diese Erfahrung und diesen Gedanken in ein Gebet formuliert. Gib mir das, was ich brauche, nicht das, was ich erbitte. Erhörte Bitten merken und weise beten. Gib mir das, was ich brauche, nicht unbedingt das, was ich erbitte. Im Sinne der dritten Strophe des Eingangsliedes, gib mir Kraft zur Verzeihung und Kraft zuvor selbst, um Verzeihung zu bitten. Gib mir Vertrauen und den Mut, um Vertrauen zu bitten. Gib mir Geduld mit mir selbst und mit den anderen. Amen.